Herzlich willkommen zur Christmas Edition von Polar Alarm, das Spiel zu TV Total. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an alle TV Total Fans, damit ihr über die Feiertage noch mehr pullern könnt. Zitat Stefan Raab. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einem kleineren Let's Play zu den schönen Weihnachtsfeiertagen. Damit erstmal fröhliche Weihnachten an euch alle. So, ja, damit ihr wieder ordentlich schön pissen könnt, spielen wir jetzt erstmal wieder Puller Alarm. Was ist denn Puller Alarm? Ich weiß selber nicht, was genau das für ein Phänomen war damals bei TV Total. Auf jeden Fall kam das noch frisch raus, also wo TV Total noch recht frisch war. Ihr Ziel ist es, aus jedem Getränkekasten in einem Spielabschnitt mindestens eine Flasche zu trinken. Bei Pullalarm, roter Wasserhahn leuchtet auf, müssen Sie schnell eines der Toilettenhäuser oder eine andere Pullerstelle besuchen. Folgende Tasten können Sie benutzen. Pfeiltasten, Leertaste, Return-Taste und Escape. Was man da alles machen kann. Auslösen von Aktionen im Spiel, beispielsweise hinsetzen und aufstehen, dann Sitzgruppen zum Trinken, bla bla bla. Ja, was müssen wir denn hier so Feines machen? Da oben haben wir Stefan Raab. Und diese Weihnachtsmänner sind unsere Gegner. So. Ach ja. Na, dann wollen wir erstmal trinken. Da kriegen wir immer Punkte. Und die Weihnachtsmänner da dürfen uns nicht erwischen. Wir können überall pinkeln, wir können gegen den Weihnachtsbaum pinkeln. Ach, das war schon ein lustiges Spiel. Ah, jetzt haben wir zum Beispiel Pullalarm. Und jetzt müssen wir ganz schnell zur Toilette. Ah. Oh, ist das geil. Und wir müssen auch wieder zurück. Und die Weihnachtsmänner können wir auch anhalten. Denn wie gesagt, das sind unsere Gegner, gegen die dürfen wir nicht stoßen. Und die Fernseher dürfen wir uns übrigens auch nicht ansehen, weil ja, Urheberrecht und sowas. Ich muss mich wieder mal, mit der Steuerung klarkommen, weil es ist schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Wir haben viele Leben und da unten spawnen unsere Gegner. Nein, nicht so. Nein, das wollen wir uns nicht ansehen, weil das darf ich, glaube ich, nicht zeigen. Ah. So, schnell wieder. Oh. Wie gesagt, das Spiel besteht nur daraus, dass man die ganze Zeit trinkt und ja, dann wieder auf Toilette geht. Weil ich weiß leider nicht, was passiert, wenn wir den Pullalarm mal ignorieren. So, mal wieder trinken. Ja. So, wir haben viele Sitzstellen, wo wir trinken können. Dieses Spiel besteht nur daraus. Jetzt sollten wir unbedingt auf Toilette. Warum man den Mund dabei voll hat, ist mir ein Rätsel. Denn die Pisse kommt doch normalerweise unten raus, aber nicht oben. Na wohl, das ist Stefan Raab. Man weiß ja nie. So, die können auch gegeneinander treten. So, ich denke mal, da dürfen wir die jetzt selber schlagen. Ich weiß noch nicht für wie lange. Was haben wir hier eigentlich? Ja, wie gesagt, wir können auch gegen den Weihnachtsbaum pinkeln. Ach so, ja, die durften wir dann selber kaputt machen. Aber wie gesagt, wir dürfen die Weihnachtsmänner nicht erwischen. Schöne Musik vor allen Dingen. Ach, wir kriegen mehr Punkte. Wie gesagt, das habe ich ewig nicht mehr gespielt. Ganz schnell. Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum. Oh. Nein, siehst du? Die dürfen uns nicht erwischen. Ja. Ein Geschenk. Und da unten ist 30er-Zone. Ich weiß nicht, wie das Spiel damals angekommen ist, also ist ja mehr so ein Minispiel. Und halt gute Werbung für Stefan Raabs Sendung gewesen. Ja, auf die Toilette! So, jetzt in Slow-Mo pissen. Pisse, wie du noch nie zuvor gepisst hast! Ich weiß gar nicht, in welchem Netz, welchem ich das mal gesagt habe. Ist aber ewig her. Nein, nein! Ja, da können wir die selber mal erwischen. Mit denen können wir nichts anstellen, schade. So. Ach, kennt er das hier unten noch?
Pfui, sage ich da. Das hatte der damals gehabt. So, da kann man nur in die eine Richtung gehen. Leben. So, mal wieder ordentlich was saufen. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich damals da geschafft habe bei dem Spiel. Aber ein sehr nettes kleines Spielchen. Und das noch in der Christmas Edition. Ich kenne doch nur die Christmas Edition. Was anderes kenne ich nicht. Ey, du läufst in die Gegenrichtung. Wohin? Ach. Nehmen wir einfach den Weihnachtsbaum. Nein, scheiße. So, wir haben hier überall 1000 Punkte versteckt. Und der Weihnachtsmann will uns, verdammt. Wie gesagt, der Weihnachtsmann ist böse. Begegnet nie irgendwelchen Weihnachtsmännern mit Sonnenbrille, die sind böse. Außer man stoppt sie. Ja, wir können auch schwimmen. Nur brauchen wir halt Schwimmhilfe. So, wir haben noch einige Sitzplätze mit Getränken. Mal gucken, ob wir das durchhalten. Also die Blase hält das nicht so schnell aus. Toilette. Also gerade die Klohäuschen sind am sichersten, weil genau. Da guckt der Stefan Raab so ein bisschen bescheuert. Und naja. So, schwimmen. Ja. Ohoho. Ja, wo kommen wir eigentlich hin? Ich weiß gar nicht, wo uns noch was fehlt. Da. Ich glaube, einiges hat der Raab selber synchronisiert, so wie sich das angehört hat. Aber wir schlagen uns richtig gut in dem Spiel. Was er doch immer da herbeizaubert, keine Ahnung. Vielleicht neue Gegner, neue Kreaturen. Oh, wohin? Ah, wir können es mal wagen. Ja. Wunderschön. Ach so, da müssen wir mal mindestens eine Flasche nehmen. Das war jetzt gerade zeitgleich. Nein, verdammt. Schnee kann uns verlangsamen, da dürfen wir nicht reinspringen. Da unten ist noch eine Flasche. So. Genügt. Wir müssen auch nur einmal was trinken, das geht auch. Nein. Zu viele Gegner. Schnee. Nein, hier ist auch nichts. Wo kommen wir denn noch hin? Dieser merkwürdigen Welt. Nein, ich wollte gerade was probieren. Ich wollte gerade was Wunderschönes probieren. Also manchmal klingt das wie, ja, schöne Einschlafmusik fürs Baby. Scheiß Weihnachtsmann, lass mich in Ruhe. Das ist wenigstens gut, dass die verschwinden, wenn die aufeinandertreffen. Uns fehlen noch 3 ganze Flaschen. Nein. Aber wo sind die? Da können wir leider auch nicht hin, verdammt. Ah, 30er-Zone. Na, der erwischt uns viel schneller. Das ist doof. Haben wir hier oben vielleicht noch was vergessen? Nein. Ach, Mensch. Jetzt bin ich keine 30 mehr. Da. So. Jetzt kann ich die da selber schlagen. Da ist noch eine Flasche. Dann suchen wir nur noch eine einzige. Ich wusste immer nie so ganz, was ich hier tun sollte, weil ja. Das Merkwürdige ist ja, diese Flaschen. Da unten ist die. So, erstmal schön in Ruhe pissen. Und dann, ja, mal gucken. Da unten ist die letzte Flasche. Wir haben sie alle. Juhu. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben von allen Kästen im Level getrunken und den Level geschafft. Bonus für verbleibende Zeit 350 Punkte, Bonus für verbleibende Leben 600 Punkte, Gesamtpunktzahl 25.870 Punkte. Wuhu! Na, das ist doch schon mal was Geiles. Habe ich wenigstens mal ein Spiel gewonnen.
Weil das gestrige Spiel habe ich ja, glaube ich, nicht gewonnen. Bei Jazz Jack Rabbit, naja. Na gut, kann man damit nicht vergleichen. Dann würde ich einfach mal sagen, schöne Feiertage, wünsche ich euch guten Rutsch und bis zum nächsten Mal, euer Kepu, tschüssi. Und dies war die Christmas Edition von Polar Alarm, das Spiel zu TV Total. Unter der Internetseite wird man da bestimmt nichts mehr vom Spiel finden. Einen kostenlosen Download von neuen Leveln und Gegnern geht's bestimmt auch nicht mehr. Und die Bonusvideos kann man sich ja leider auch nicht mehr ansehen und die Highscore-Tabelle, die hätte mich auch interessiert im Internet. Naja, vielleicht gibt's sogar eine Sendung darüber, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, tschüssi!